Die Sendung MEF Kompakt wird Ihnen präsentiert von der Erznet AG Marienberg, dem regionalen Telefon- und Internetanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Wir bieten Ihnen den Installations- und Anschlussservice, kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer. Einfacher Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonie-Flat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zur Erznet AG. Einfach im Internet unter www.erznet.tv. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von MEF Kompakt, wie gewohnt mit Nachrichten und Veranstaltungshinweisen für die kommende Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ganz aktuell geht es bei uns los, denn es gibt gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt, wie das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen berichtet. Durchschnittlich über 1,9 Millionen Erwerbstätige hatten im Jahr 2013 ihren Arbeitsplatz im Freistaat Sachsen und somit 0,5% bzw. knapp 10.000 Personen mehr als im Jahr 2012. Sachsen erreichte mit diesem Ergebnis als einziges der 5 neuen Länder einen Zuwachs an Erwerbstätigen. Nach Branchen zeigt die aktuelle Entwicklung, dass insbesondere die Erwerbstätigkeit in den Dienstleistungsbereichen gegenüber dem Jahr 2012 einen Anstieg zu verzeichnen hat. Mineralienexperten, Bergbauagenturen, Aussteller und auch private Sammler aus Deutschland und Tschechien stellen ihre Mineralien in der Baldauvilla in Marienberg aus. Das Angebot erstreckt sich über die Präsentation und den Verkauf bis hin zum Tausch. Und diese mittlerweile 9. Marienberger Mineralienbörse findet am Samstag, dem 8. Februar von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, dem 9. Februar von 10 bis 16 Uhr statt. An beiden Tagen kann man beim Schleifen von Mineralien den Spezialisten über die Schulter schauen oder sich auch selbst einmal in dieser Technik versuchen. Das Märchentheater für die ganze Familie sehen Sie am Sonntag, dem 9. Februar um 10.30 Uhr im Theater Variabel in Olbernhau. Die kluge Bauerntochter heißt es. Und dabei geht es um den Weihnachtsmann, der immer älter wird. Und die Geschenke werden erfahrungsgemäß von Jahr zu Jahr auch immer größer und schwerer. Und es gestaltet sich für ihn immer schwieriger, diese auch zu verteilen. Aber zum Glück gibt es die kluge Bauerntochter. Und was die mit der ganzen Geschichte zu tun hat, das schauen Sie sich am besten selbst an. Liebe Zuschauer, am 8. Februar gibt es im Ambrosgut in Schönbrunn nicht nur etwas zu sehen und zu hören, nein, auch etwas zum Verkosten. Die erste Whisky-Ausstellung Schottland hautnah. Erfahren Sie mehr über die Herkunft und die Herstellung sowie die Lagerung des flüssigen Goldes. Und natürlich gibt es auch Geschichten aus den Highlands. 19 Uhr geht's los, Einlass ist bereits 18.30 Uhr und Sie sollten vorher reservieren. Und das können Sie tun unter info@ambrosgut.com oder unter der eingeblendeten Telefonnummer 037 369 87 68 1. Im Lesesaal der Stadtbibliothek Marienberg im Bergmagazin ist seit dem 25. Januar bis zum 20. Februar die deutsch-tschechische Wanderausstellung Moore an der Grenze zu sehen. Diese Ausstellung zeigt Ihnen, wie grenzwertig die Situation unserer Moore eigentlich ist. Erfahren Sie mehr über die vielfältigen Funktionen unserer Moore für die Natur und Umwelt und natürlich auch, wodurch sie eigentlich zerstört werden. Ganz wichtig aber auch ist die Frage, was wird eigentlich dagegen getan oder was wurde bis jetzt dagegen getan? Das alles erfahren Sie in der Ausstellung, die für Sie von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr ihre Pforten geöffnet hat. Von Dienstag, dem 11. Februar bis zum Donnerstag, dem 13. Februar, jeweils von 17 bis 19 Uhr, findet in der Baldauvilla in Marienberg der Häkelkurs für Erwachsene statt.
Ja, in diesem Kurs werden Ihnen die Grundlagen im Häkeln vermittelt und dabei entstehen natürlich auch modische und schicke Kopfbedeckungen für die ganze Familie. Eine Anmeldung hierfür ist allerdings erforderlich und das können Sie tun unter der eingeblendeten Telefonnummer oder schauen Sie doch einfach mal ins Internet auf www.baldauf-villa.de. Tja, liebe Zuschauer, ob es sich lohnt, die ein oder andere Häkelmütze in Angriff zu nehmen oder ob Sie gleich einen 10er-Pack fertig machen, das schauen wir uns jetzt mal an, und zwar im Wetter. Der Februar gibt seinen Einstand mit einem Hauch von Winter. Die Temperaturen liegen in der ersten Wochenhälfte bei Werten zwischen minus 4 und 3 Grad. Der Himmel zeigt sich bedeckt bis wolkig mit sonnigen Abschnitten. Bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 30% ist nicht mit Schnee zu rechnen. Im weiteren Wochenverlauf klettern die Temperaturen weiter in den Positivbereich und erreichen Werte bis zu 6 Grad. Vermehrt schieben sich Wolken über unser Sendegebiet und haben Regen im Gepäck, der in unserer kälteren Region auch als Schnee bzw. Schneeregen fallen kann. Ob der Winter darüber hinaus weiter als Light-Version wetterbestimmt ist, ja, das erfahren Sie dann nächste Woche. Ja. Das nenne ich mal einen misslungenen Winter. Und damit kommen wir auch zum Ende dieser Ausgabe von MEF Kompakt. Die Blitzerinformationen, die finden Sie wie gewohnt im Internet auf www.mef-line.de oder auf unserer Videotexttafel 112. Und das war's für diese Ausgabe. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr MEF Kompakt Team. Und denken Sie daran, was immer Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. MEF Kompakt wurde Ihnen präsentiert von der Erznet AG Marienberg, dem regionalen Telefon- und Internetanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Wir bieten Ihnen den Installations- und Anschlussservice, kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer, einfacher Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonie-Flat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zur Erznet AG. Einfach im Internet unter www.erznet.tv.